Hallo ihr Lieben, was jetzt folgt, ist, wie der Titel schon vermuten lässt, ein Rollenspiel-Vlog. Und ja, ich dachte, ich schicke dem mal so eine kleine Info noch voraus, weil ich weiß, dass solche Rollenspiele sehr oft missinterpretiert und falsch verstanden werden. Deswegen jetzt nochmal die Info für alle. Es handelt sich hier um ein Rollenspiel und wie der Name schon vermuten lässt, ist das nur ein Spiel, quasi ein kleines Schauspiel. Und was ihr in dem Video seht, stellt nicht meinen normalen alltäglichen Alltag dar, sondern das habe ich extra für das Video so aufgenommen. Und mir ist völlig bewusst, dass es sich bei meinen Babys, beziehungsweise bei diesem Baby, die jetzt in dem Vlog vorkommt, nicht um ein echtes Kind handelt, sondern um eine Puppe. Und ich leide nicht an Realitätsverlust. Ja, und alles, was ihr an Lebensmitteln in diesem Video sehen könnt, wird natürlich von mir konsumiert. Nichts wird weggeworfen. Und ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Vlog. Guten Morgen, kleine Maus. Hallo, na? Guck mal, die Sonne scheint schon. Zeit zum Aufwachen. Da ist jemand aufgewacht. Na du? Ja, wir stehen jetzt gleich auf. Also ich bin ja schon aufgestanden. Aber Smilla steht jetzt auch gleich auf. Und dann wird sie erstmal frühstücken. Und ich denke, danach können wir euch nochmal mitnehmen zum Anziehen. Das wird mal ein Erlebnis bei so einem großen Kind, ne? Die nicht so richtig mitmacht und nicht so richtig mag. Müssen wir gleich mal gucken. Das ist auch ein bisschen eng hier, finde ich. Oh, geht gar nicht auf. So. Ist der Schlafanzug nicht auch voll süß? Mit den Waschbären. Na, Süße? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim Umziehen. Ist das nicht so süß? Guckst du in die Kamera? Ich hoffe nur, dass der Akku jetzt noch reicht. Der ist nämlich fast leer. Ich habe es jetzt mal am Kabel, aber der spinnt immer ein bisschen. Aber wir versuchen das jetzt mal. Und ich hoffe, das klappt. So, Masi, guck du mal weiter da die Leute an. Und wir ziehen mal den Schlafanzug aus. Der ist ja auch super kuschelig. So kalt ist es gar nicht mehr nachts. Also, naja doch, also es ist schon kalt, aber nicht, dass man diesen Winterschlafanzug braucht. Vor allem nicht, wenn sie eine Decke hat. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich heute Abend da meinen anderen anziehen. Den Body werde ich anlassen. Der ist auch süß mit diesen Herzchen und Regenbogen drauf. Voll hübsch. Ich glaube, wir machen das mal hier nach unten. Den kann man ganz aufknöpfen. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Dann kann man nämlich einfach das Kind nachher da rausheben und muss nur die Arme irgendwie rauspulen, sage ich mal. Tatsi, ne? So. So. Jetzt. Okay. Mal die Beine hoch. Und zack. Oh, du süße Maus. Genau. Ich werde einmal die Strumpfhose anziehen. Und ich denke, ich ziehe die jetzt auch unter den Body, damit die besser hält. Und mach den nochmal auf. Die kommt mir sehr, sehr lang vor. Guckt mal. Das ist, die ist sehr, sehr lang. Wie ihr seht, das ist ihr Bein. Also die müssen wir auf jeden Fall ein bisschen krempeln. Ist auch sehr groß. Also das ist jetzt 80, 86. Und Masi trägt ja teilweise 74 oder sogar, aber nicht an den Beinen allerdings, sogar noch 68. Aber ich dachte mal, besser zu groß als zu klein. Weil die kleinere Größe ist dann nämlich tatsächlich 68, 74. Und das weiß ich nicht, ob das passen würde. So, Mars, komm mal her mit deinem Fuß. Uiuiuiui. Den müssen wir erstmal da reinfriemeln. So. Oh je, das dauert. Halt durch, Smilla, wir haben es gleich geschafft. Guckst du noch in die Kamera, ja, ne? Sagst du denen, oh je, was braucht denn Mama so lange?
Ich möchte endlich fertig sein. Uff. Ich brauche doch eigentlich gar keine Strumpfhose, ne? Sagst du? Ist doch gar nicht so kalt. Ja, ist auch nicht so kalt, aber. Naja. So, jetzt mach ich einmal hier dein Body auf, damit wir die da drunter packen können. Das ist auch so eine super süße Windel, ne? Mit. Zebra ist da drauf. Ja, ich werde jetzt nicht wechseln. Die ist auch gar nicht voll, wisst ihr? Die ist nämlich ganz sauber, deswegen müssen wir die nicht wechseln. Och, jetzt haben wir da vergessen, den Body wegzumachen. Eieiei. Ja, also die ist wirklich sehr zu groß, wie ihr seht hier. Jetzt müssen wir ein bisschen kaschieren. Uiuiuiui. Naja, okay. So, ziehen wir sie mal richtig hoch. Bist auch eingepackt, Kind. Sodele. Sodele. Und dann können wir den Body nämlich wieder zumachen. So. Uff. Jetzt geht's los. Zack. Zack. So. So, Maß. So. Ui, uiuiui. Ui. Habe ich dein Bein ganz schön gezogen, du, ha? Huh? Ups. Okay. So. Und die Ärmchen einmal durch. Eieiei. Ach, sorry. Und da, ach, jetzt ist das leider natürlich ein sehr auffälliger Body. Ich muss mal gleich gucken, dass man den nicht so sieht. Aber da kommt ja auch noch ein Jäckchen drüber. Dann geht das schon. So, Maus, jetzt muss ich einmal doch an deinen Kopf. Jetzt müssen wir die Knöpfe zumachen. Achtung. So, ui, guck mal, deine Haare. Die müssen wir auch noch kämmen. Da ist ja ein Chaos. Und was für eins. So. Zack. Und da oben noch. Ja, ihr seht, das Oberteil hat Größe 74. Und da sind die, ist die Strumpfhose schon deutlich größer. So, ziehen wir das mal ordentlich an. Das sieht doch super süß aus. Ach, je. So, guck mal in die Kamera. Wo bist du denn? Und wo ist denn die Kamera überhaupt? Komm mal ein Stück nach vorne, Maus. Da ist die Kamera, Maus. Guck mal, da. Ja. Zeig mal dein schönes Kleidchen. Genau. Und jetzt das Jäckchen. Ich glaube, das ziehen wir schon auch noch an. Es ist ja noch nicht, ist ja noch früh, ne? Und vielleicht später, wenn es dann doch mal noch wärmer wird, können wir das dann noch ausziehen, ne Maus? Vorsichtig, bleib sitzen. Gar nicht so einfach mit den kleinen Knöpfen. Geschafft. So, das ist das. Na, ihr seht ja gar nichts. Das ist das Jäckchen, das da noch drüber kommt. Huch, herrje. Komm mal her, Maus. Vorsicht, Vorsicht. Uff, okay. So. Und andere Seite. Dann habe ich mal einmal kurz um dich rum. Und dann machen wir hier noch. So, und nachher kannst du das Jäckchen ja ausziehen, Maus. Wenn es dann immer noch zu warm ist und nachher die Sonne scheint. Ich hoffe, dass die Sonne nachher richtig scheint. Aber im Moment sieht es so aus. Dann können wir das Jäckchen wieder ausziehen. So. Okay. Huch. Nicht umfallen. So. Müssen wir das einmal nochmal zeigen, Maus. Moment, ich komme wieder zu dir rüber. Uiuiuiui. Also das mit dem Alleine sitzen, das müssen wir noch üben. Ein bisschen. Das ist nämlich noch ein bisschen schwierig, aber wir zeigen das jetzt einmal kurz im Liegen. Upsasa. So, ich glaube, das sieht man ganz gut. Oh, ist das nicht zauberhaft? Hasi. So, so süß. Ja, wunderbar. Dann haben wir das geschafft. So, upsasa. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch machen. So, ihr Lieben, wir haben inzwischen gefrühstückt und ich habe ein bisschen was im Haushalt gemacht
Und ja, es ist inzwischen wirklich warm geworden und deswegen konnten wir das Jäckchen jetzt tatsächlich ausziehen, zur großen Freude von dieser Madame hier, die das ja gar nicht erst anziehen wollte. Ja, und wir genießen jetzt ein bisschen den Ausblick aus dem Fenster. Leider wohnen wir ja im Keller und das Fliegengitter hier, ja, das trübt ein bisschen die Sicht, aber trotzdem kann man schön draus in den Garten gucken und da blüht alles und wir haben da schöne Rosenbüsche. Es ist wirklich sehr, sehr schön und ja, wie ihr seht, ist das Wetter einfach wunderschön und die Sonne scheint und es ist total warm. Ich habe jetzt auch gerade schon mehrere Ladungen Wäsche gewaschen und rausgestellt, damit die trocknen. Und bei dem Wetter mache ich mir da auch gar keine Sorgen, dass das bis heute Abend alles trocken ist. Smilla möchte euch noch was zeigen, und zwar ihr Püppchen. Ja, und das ist gerade nackig, so ziemlich, weil, wie ich ja gerade schon erzählt habe, habe ich heute schon ziemlich viel Wäsche gewaschen. Und ja, Smilla wollte mir helfen und war dann der Meinung, dass wir die Klamotten von der Puppe auch mal waschen müssen. Und genau, da ist auch ein Fleck drauf gewesen. Deswegen passte das ganz gut. Und die Sachen hängen jetzt auf der Wäscheleine. Und nachher ziehen wir das Püppchen dann wieder an. Und wir suchen übrigens noch einen Namen für das Püppchen. Falls ihr da eine Idee habt, könnt ihr mir das gerne schreiben oder uns. Gerne auf Facebook, in unserer Gruppe oder auf Instagram. Die Daten sind wie immer in der Infobox verlinkt. Na, siehste? Das ist das Kleidchen von Smillas Puppe und das Jäckchen. Und ja, die beiden spielen hier gerade noch. Und ich würde sagen, dann können wir die Puppe auch wieder anziehen. Maus, gibst du sie mir mal? Aber dafür brauche ich jetzt beide Hände. Und so sieht das dann aus. Sehr süß, finde ich. Wie ihr seht, ist leider der Fleck nicht rausgegangen. Trotz frisch gewaschen. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, mal gucken, müssen wir nochmal was anderes probieren. Das Jäckchen haben wir jetzt nicht angezogen. Es ist viel zu warm. Und schließlich wollte Madame heute Morgen auch nicht ihr Jäckchen anziehen. Und deswegen haben wir das jetzt erspart, dem Püppchen. So, bei uns gab es jetzt gerade Mittagessen und jetzt gibt es noch einen Snack. Und zwar sind das so gefriergetrocknete Erdbeeren. Smilla liebt die über alles und ich auch. Das heißt, ich werde ihr da auch helfen. Die wird sie nicht alleine essen. Ja, das gibt es jetzt quasi noch zum Abschluss. Und danach werde ich die Kleine auch gleich mal hinlegen, weil wir sind später noch eingeladen bei einer Freundin. Und da wäre es schön, wenn sie sich vorher noch ein bisschen ausruht, damit sie dann nachher fit ist, wenn wir los müssen. Maus. Ja, das geht immer sehr schnell bei diesen Erdbeeren. Die sind dann ganz schnell wieder leer. Ja, wir haben uns jetzt eingekuschelt, beziehungsweise Smilla hat sich eingekuschelt in meinem Bett. Und ja, ich hoffe, dass sie gleich noch ein bisschen schläft. Sie hat sich den Tarp hier geschnappt. Den mag sie ja so gerne. Dem kuschelt sie jetzt. Und hier liegt noch der Teddy. Das ist übrigens mein Teddy von früher. Den habe ich selbst zur Geburt bekommen damals. Deswegen ist er auch schon so abgeliebt. Und ja, genau. Ich singe jetzt noch was, aber ohne euch. Und dann werde ich selber auch noch hier irgendwas Ruhiges machen. Wahrscheinlich muss ich noch ein, zwei Videos schneiden für euch, bevor wir dann später los müssen. Wie ihr seht, ist mein Plan aufgegangen und hier wird jetzt noch ein bisschen geschlafen.